Servus zusammen, salve a tutti. Citius, Alcius, Fortius, ja, das olympische Motto, was der Pierre de Coubertin da, glaube 1890 oder wann auch immer erfunden hat. Schneller, höher, weiter. Das olympische Motto für den DAX. Es ist schon echt erstaunlich, was der hier macht. Und wir sind hier in den sogenannten Uncharted Territories. Das ist ein Spruch von Jörg Scherer, den mag ich sehr. Wir sind auf einem neuen Hoch. Heute haben wir wieder ein neues Hoch gemacht. Und ich will nur mal, bevor ich in den DAX selbst richtig reingehe, nur mal zeigen, wo wir uns hier befinden. Das ist der Wochenchart. Guckt mal nur hier unten auf den Freund hier, auf die Stochastik. Wochenchart, super hoch. Dann Tageschart, genauso hoch und schon seit langem. Ja, hier seit der 15.204. Das ist das, wovor ich immer warne. Nur weil der hoch ist, heißt es nicht, dass es fällt. Gehen wir mal auf 4 Stunden. Genauso hoch. Überkauft seit 16.120. Jetzt gehe ich mal auf die Stunde, da hat es jetzt mal ein bisschen geändert. So, ist aber auch noch kein Verkaufssignal. Muss ich warten auf 18 Uhr, ob da was kommt. Gehen wir mal in den Tageschart rein. Fangen wir mal damit an. Wo ich lese, in welchen Chats ich auch immer drin bin. Short, short, short. Ich bin auch skeptisch. Und ja, ich habe auch was short, das kann ich gleich mal zeigen. Aber man darf es nicht übertreiben. Vor allen Dingen darf man einen Fehler nicht machen, dann immer, oh, ich bin short, ich lege, was weiß ich, 50, 100 Punkte hinten, ich verdoppel die Position. Das geht schief. Nochmal, Uncharted Territories haben eine eigene Dynamik. Das sieht man heute, ich mache mal einen 10-Minuten-Chart kurz auf, sieht man heute, wie das hier war. Das geht langsam hoch, dann stetig, um dann richtig zu akzelerieren. Und hier wurden so um den Bereich 16.700, da wurden, das zeigt mir diese Kerze hier, schon einige Shorts gegrillt. Also das ist gefährlich. Der Markt kann jederzeit hier aufhören und darf auch locker bis zur 16.000 runtergehen. Da ist alles noch in Ordnung. Ob er das tut von 16.700 oder 16.790 oder 18.000, was weiß ich was, irgendwo da oben, und dann runter geht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Es ist eine mit nur zwei kleinen Konsolidierungen ein weiter steigender Markt. Ich bin der Meinung, es ist nach wie vor diese Zinsfantasie. Es ist auch die Short Squeeze, also der kommt spätestens jetzt rein. Und nächste Woche haben wir den großen Verfall. Das spielt alles rein. Nochmal, ich bin ja auch, das habe ich hier, das habe ich gesehen, bis 15.600, das habe ich gesehen, das habe ich hier auch mitgemacht, auch mit diesen Einsparplänen. Ich bin jetzt hier nicht long und ich kenne fast keinen, der die komplette Strecke long ist. Mal hier für 50 Punkte, 100 Punkte, das war's. Die Amis machen es uns nicht vor. Im Moment, wenn ich diesen Film hier mache, also um 17.35 Uhr, liegt die Nasdaq bei minus 0,14. Die, wo ist denn das hier? Der Dow Jones bei unverändert und der Standard bei 0,06. Interessant, ich erwähne es immer wieder, ist der Unterschied vom DAX zum Nasdaq. Wir sind jetzt im Moment, ich muss gerade mit dem Rechnen, 150, 700, 810 Punkte ist der DAX über dem Nasdaq. Vor vier Wochen war der Nasdaq 200 Punkte über den DAX. Das ist einfach nur, das zeigt mir, wie die Stärke sich verteilt. Und die ist halt momentan überwiegend im DAX, der nach wie vor verglichen mit den europäischen Märkten der beste ist. Ja? Weil wir haben ja hier so ein tolles Umfeld. Dem Zusammenhang musste ich lachen, gestern Abend, Tagesschau. Hier, da ist er. Ich habe extra einen Screenshot gemacht. Der Kommentar von dem, ich glaube, der heißt Riva, der hat das so trocken rübergebracht. Die Entwicklung, er sagte irgendwie DAX ist Alltime High, die Entwicklung steht im Gegensatz zur Wirtschaftsflaute, aber an der Börse werden die erwarteten Gewinne gehandelt. Er hat das in einem Ton gesagt, als ob er irgendwie mega short ist. Das ist sagenhaft. Ja. Ich habe so gelacht gestern Abend, ganz hervorragend. Ne? Also ich habe auch Kleinigkeiten short. Ich will das hier mal zeigen. Ich habe damit kein Problem. Das ist meine Position. Ich habe es umgerechnet auf Aktien. Ich habe 9 Positionen in Aktien, die long sind. Also in K.O.-Scheinen, aber umgerechnet. 9 Positionen in Aktien, die long sind. Ich habe eine Position im DAX, in der ich short bin. Ich kann damit leben. Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich eine Position mache, entweder gehe ich mit meinem Betrag rein und es ist immer der gleiche Betrag in Scheinen. Immer, also fast auf den Cent genau der gleiche Betrag.
Dann suche ich mir halt schon eine aus. Nehmen wir mal ein Beispiel: Lufthansa. Als ich damit angefangen habe, das ist ungefähr 5 Wochen her, da waren das 5,40er Scheine. Dann habe ich sie irgendwann mal getauscht in 6,5er Scheine. Und jetzt stehen sie, wo stehen sie denn jetzt? Lufthansa bei 8,56. Das ist alles hier der gleiche Eingangsbetrag. Es sei denn, ich habe mal was mit Schnüffelstücken gemacht. Ja? Und, aber irgendwann habe ich sie dann weitergemacht. Die VW zum Beispiel sind von heute, das zeige ich gerade mal eben. Warte mal, VW, VW hier. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Das ist VW von heute. Das ist der ganz lange Trend, der kommt von 250. Was mir aufgefallen ist in VW, da muss ich mal jetzt hier das Fadenkreuz reinmachen. Diese Marke hier, ich lege sie mal rein. Zack. Zack. So. Einmal, da waren sie fast dran. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das war 10,60. Und dann geht bei mir ein Alarm an und sagt, hier sind über 10,60. Habe ich sofort gekauft. In diesem Fall habe ich Scheine genommen, die waren hier bei 102. Ich suche mir das letzte Zwischentief aus, also das letzte sinnvolle Zwischentief. Und davon gehe ich dann noch 1-2% runter. 102, ich glaube, 10 oder irgend sowas war die. Ja, und jetzt sind die Freunde bei 114,26. Da mache ich es aber so, dass ich, wenn ich jetzt schon so schnell so viel vorne liege, dann ziehe ich den Stop auch direkt hier hin. Schau mal, das ist noch nicht, da bin ich noch nicht im Plus, aber ich ziehe ihn schon mal hin. Man kann natürlich auch mal ein Viertel oder ein Drittel oder irgend sowas geben. Ich habe diese Geschichte auch gemacht mit. Und ja, das war lustig. Vorgestern, HelloFresh, habe ich gekauft. Habe das auf Facebook auch annonciert. Habe gesagt, ich kaufe jetzt HelloFresh. Da waren sie einen Tag über, ist noch nicht viel passiert. Und dann sind sie am, da habe ich gleich die volle Position gekauft. Und dann sind sie erstmal runter auf, ich glaube, 14,40 oder 14,50. Da habe ich auch gleich geschrieben, ey, irgendwie das läuft nicht richtig an. Ich gebe 5, also ich habe gesagt, ich gebe einen Teil. Das waren 25%. Habe den Rest aber gehalten. Und jetzt stehen sie irgendwo, weiß gar nicht, 15,43. Weil das ist ein neuerer. VW habe ich eben gezeigt. Royal Caribbean ist es länger her. Aber die Bayer auch, die waren gestern nochmal bei 30,45. Sage ich auch nochmal. Nur damit vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen irgendwie was, wie ich da rangehe. Komm her, Bayer. So. Bayer. Hier ist fast genau das Gleiche. Da ging mein Alarm los, als diese Kerze hat 1, 2, 3, 4, 5 vorangegangen. Ist der Tageschart vernascht. Und das Hoch hier war bei 31,66. Als wir dann da drüber gingen, und das war fast zum Schlusskurs, habe ich die komplette Position dann auch nochmal zugemacht. Ich habe hier ein bisschen mehr gekauft als Schnüffelstücke. Gesagt, gut, das Risiko nehme ich bis runter 29,70. Das waren 27,03er Calls. Ich habe sie immer noch. Ich rechne damit, dass sie irgendwo hier Richtung 20-Tage-Linie gehen können. Aber auch hier, das will ich mir nicht mehr nehmen lassen. Da setze ich den Stopp schon gleich hier drunter. Aber gut, jetzt genug von mir erzählt. Da habe ich also einige Positionen, die liegen gut. Deswegen tut mir der Short im DAX, und den bin ich eingegangen. Wo war denn das? 16.400 Schnickschnack, genau. Ich habe auf dieses Gap hier gewartet und dann ist er da richtig gleich drüber gegangen. Ich dachte, okay, hier gibt es auch noch ein kleines. Dann bin ich jetzt so bei 16.400, was weiß ich, 40 oder so Short. Da liege ich jetzt, was ist das, rund 210 Punkte hinten. Aber die anderen Positionen, die fangen das nicht nur auf, die bringen mich hier fett ins Plus. Das ist immer das, was ich sage, wenn der. Also jeder von meinen Schülern weiß das. Ich sage immer, den DAX im Daytrading zu machen, das ist Champions League. Da ist keiner euer Freund, ich auch nicht. Wenn ihr einen Fehler macht, werdet ihr über den Tisch gezogen. Also nicht über den Tisch gezogen, sondern werdet ihr ausgezogen. Habt ihr ein Problem. Da kämpft ihr gegen BlackRock, gegen norwegischen Staatsfonds und wie sie alle heißen. Das sind, wenn ich es richtig sehe, ungefähr so 150.000 DAX-Trader weltweit. Ja, das sind die Händler von der, was weiß ich, Deutschen Bank in Tokio und wie auch immer, die handeln alle irgendwie in DAX. Das ist Champions League. Im DAX liege ich hinten, aber den Einzelaktien vorne, eben aufgrund solcher Techniken, die ich da jetzt eben gerade eben gezeigt habe. Also deswegen, das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde nach wie vor den Aktienhandel deutlich einfacher als den Handel im DAX. Und ich behalte allerdings diese Puts. Das ist für mich so eine. Ach, das ist noch nicht mal ein Hedge. Ich bin 9 Positionen long und ich habe eine Short. Ja, das kann man nicht wirklich Hedge nennen. Aber ich fühle mich ganz wohl, dass ich sie habe. Ich ziehe von allen Positionen, die ich eben gezeigt habe,
ziehe ich die Stops jetzt ganz, ganz nah dran. Da bin ich vielleicht 3 oder 4% unter dem Schlusskurs. Weil das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Gerade bei sowas wie Royal Caribbean, die gehen ja da nochmal fast 4% steil. Die sind jetzt bei 117, ich habe sie irgendwo mit, ich glaube, 86 oder irgend sowas. Der DAX selbst. Es ist eine fette Bewegung. Nach wie vor glaube ich nicht, dass da allzu viele Leute dabei waren. Nochmal gleich eingangs gesagt, wo ich es lese, das ist zu viel, das ist zu hoch, das ist zu schnell, das ist überkauft. Stimmt dem zu. Und gerade solche Kerzen hier, Doji am High, also nicht am All-Time High, sondern am High von dieser Bewegung, ja, das lädt zum Short-Gehen ein. Ich habe da kein Problem mit, macht es ruhig. Aber sobald der hier drüber ist, muss der geschlossen werden. Hier haben wir so einen Mini-Shooting-Star. Kriege ich das größer hin? Ja. Mini-Shooting-Star. Wurde auch gleich gesagt, oh, das ist ein Shooting-Star, das ist kein gutes Zeichen. Ist es auch nicht. Kann man den Short probieren, aber wenn der überboten wird, muss die Position zu sein. Sie muss zu sein. Es sei denn, ihr habt irgendwie, was auch immer, Aktien irgendwo long oder sowas, ja, so wie ich das jetzt halt habe. Da muss man höllisch aufpassen. Und dieser Freund hier in den Uncharted Territories, der kann bis 17.000 gehen, ohne das. Also ich werde ihn nach wie vor nicht kaufen. Ich mache es nicht. Also long gehen. Ich mache es nicht. Dafür habe ich die Aktien. Und wenn eine VW 5% steigt und der DAX nur 0,75%, dann weiß ich, dass ich recht gehabt habe. Ja? Oder eine Lufthansa heute 3% oder die Bayer 2,5% oder ich hatte auch die TUI 15%. Das macht mehr Spaß. Und glaubt es mir, es ist einfacher. Wirklich, echt einfacher. So, zum DAX zurück. Wir sind hier nach wie vor hoch. Das ist kein Verkaufssignal hier. Es ist einfach nur ein bisschen hoch, dreht ein bisschen, aber das ist nicht viel. Hier auch, Trendfolger, kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Wir haben ein neues All-Time-High. Boom, Uncharted Territories, ich sage es nochmal. Vor dem Hintergrund, mit meiner Herangehensweise, wie ich das mit der Aktie mache, kann ich nicht sagen, ob der hier bis 16.900 geht oder 17.300 oder ob er hier fällt, kann ich nicht. Dazu braucht man dann sowas wie Elliott-Wellen, Ishimoku, Kinkohio, aber das sind Dinge, die ich benutze nicht. Deswegen, der kann hier aufhören, der kann weiter steigen. Für mich ist das hier nicht wirklich deutlich. Aber ein All-Time-High ist grundsätzlich natürlich immer gut. Nur, das hatten wir ja auch. Akzelerierte nach oben, das war die Geschichte im Juli. Akzelerierte nach oben, hier auch nochmal. Und da macht er den Shooting-Star. Das selbst, was wir jetzt hier auch hatten, da in kleiner, ist noch nicht das Verkaufssignal. Das Verkaufssignal kommt erst dann, wenn die darauffolgende Kerze wenigstens 2, 3 vernascht, hier also 1, 2. Dann ist das ein griffigeres Signal. Das möchte ich aber erst, das konnte ich hier nicht sehen und momentan sehe ich das auch nicht. Während ich hier rede, gehen wir ein bisschen runter auf 16.655. Aber ey, der hat sich jedes Recht verdient, um auch mal ein bisschen zu pausieren. Von den kürzeren Einheiten, ja, habe ich also hier 4 Stunden, hatte ich vorhin schon gezeigt, ist ein bisschen hoch, fällt auch ein bisschen ab, aber es ist kein Verkaufssignal. Heute um 18 Uhr, also in 15 Minuten, möchte ich gerne mal wissen, ob dieses Verkaufssignal über die Stunde, ob das wirklich bestätigt wird. Dann wäre es die erste sinnvolle negative Kerze nach einem Stunden-Shooting-Star. Da muss man gucken. Ich muss die Scheine anpassen. Und zwar hier, ich habe hier einen höheren Call mit dazu genommen, 15.955 mit einem Hebel von 22. Und hier hatte ich einen, ach, was war denn das, ein 16.700 irgendwas. Der war dann auch zu heiß. Der hat einen Hebel von irgendwas mit 150 oder 160, irgendwo sowas. Deswegen habe ich hier einen weiter weggenommen. Trotzdem 30er Hebel, 17.223 von der City. Und den habe ich auch noch von letzter Woche. Da hatte er einen Hebel von 29. Jetzt ist er schon bei 51. 16.972. Ja, sowas ist das, was ich im Depot habe. Und ich lasse die auch laufen, weil ich habe ja die Aktien dagegen. Sollte ich in der Zwischenzeit gestoppt werden mit den Aktien, mit den Longs in der Aktien, muss ich den Put auch zumachen. Aber wie gesagt, dafür habe ich zu viele Long-Positionen. Das bleibt spannend und nächste Woche der Verfalltermin, das kann richtig, richtig heftig werden, weil es ist ein großer. Also haltet nicht unbedingt dagegen. Ich kann jeden Short verstehen, aber seht zu, dass ihr da einen passenden, sinnvollen Stopp in der Nähe habt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.